Oftmals ist die größte Herausforderung für Unternehmen während der Corona-Krise, die Liquidität sicherzustellen. Deswegen hatte ich die Idee einer negativen Gewinnsteuer. Was ist das? Anders als normalerweise, wo Unternehmen vierteljährlich eine Steuervorauszahlung an das Finanzamt leisten, habe ich den Vorschlag gemacht, dass die Finanzämter eine Art Liquiditätsvorauszahlung an die Unternehmen überweisen, um die Liquidität sicherzustellen und Insolvenzen so ganz konkret zu verhindern. Das Ganze verbinden wir mit der Zusage einer nachträglichen Steuersenkung, sodass dann diese Liquiditätsvorauszahlung des Finanzamtes später großzügig verrechnet werden kann, beispielsweise mit den Gewinnen aus anderen Jahren, also eine großzügige Verlustverrechnung, sodass nicht alles das, was ausgezahlt worden ist, auch wieder zurückgezahlt werden muss, insbesondere um eine Krise nach der Krise zu verhindern. Das droht ein bisschen bei den Krediten, die ja normalerweise Investitionen sicherstellen sollen und hier nur eine Liquiditätsbrücke sind. Also negative Gewinnsteuer und nachträgliche Steuersenkung zusammen würden vielen Unternehmen sicherlich in genau dieser Krise helfen.